Das ist ein sehr einfacher Plot über den mittleren Chondrendurchmesser in den verschiedenen Chondritgruppen. Wenn wir allerdings in einzelne Meteorite, einzelne Chondrite reinschauen und die Chondren dort anschauen, dann variiert der Durchmesser der Chondren über einen größeren Bereich. Und die Verteilung dieser Größenvariation folgt ungefähr einer Normal- bis Lognormal-Verteilung. Hier schauen wir uns jetzt aber nur den mittleren Durchmesser der Chondren in den verschiedenen Gruppen an. Also auf der X-Achse ist hier, oder sind hier die verschiedenen Meteoritgruppen aufgetragen und auf der Y-Achse der mittlere Chondrendurchmesser. Es handelt sich also um einen Kategorienplot. Und er ist weiter eingeteilt in die kohligen, gewöhnlichen und Enzatit-Chondrite und dann noch die einzelnen Chondritgruppen hier, die Romorutis und die Kakagaris. Es gibt natürlich noch Ungruppierte, die hier nicht mit dabei sind. Wir können dann auch sofort ein paar Unterschiede und ein paar Ähnlichkeiten erkennen hier. Zum Beispiel in den kohligen Chondriten finden wir die größten, aber auch die kleinsten mittleren Chondrendurchmesser. Zwischen sowas wie 900 Mikrometer bei CV und CK, wenn wir mal hier ein bisschen in die Details gehen, und sowas wie 150 Mikrometer bei CO und CM, also hier haben wir einen Faktor von 6 dazwischen. Die CH sind ein bisschen ungewöhnlich, sonst hätten wir eine Größenordnung, aber realistisch ist ungefähr ein Faktor von 6, der hier den Unterschied macht. Diese Unterschiede in den Größen der Chondren bedeutet auch, dass die Chondren in CM-Chondriten aus einem eigenen Reservoir gekommen sein müssen und die der CV-Chondrite auch aus einem eigenen anderen Reservoir. Denn es gab offensichtlich keine Mischung zwischen CV und CM-Chondren, denn sonst müssten wir kleine auch in den CV finden und große auch in den CM finden, und das ist nicht der Fall. Also wir haben in den CV immer die großen, in den CM immer die kleinen beispielsweise. Also unterschiedliche Reservoire für die unterschiedlichen Chondritgruppen. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Aussage, die wir hier aus dem Diagramm nehmen können. Was wir dann auch sehen, ist, dass eben CV und CK sehr ähnlich sind und deshalb nennt man die auch manchmal einen Clan. Bei C und CM, die nennt man auch einen Clan, wobei diese Clans natürlich nicht nur anhand der Chondrengrößen definiert werden, aber man kann sehen, dass die eben mit einer der Gründe sind, weshalb man sagt, die haben vielleicht gewisse genetische Verbindungen, ob das jetzt auf dem Mutterkörper war oder vielleicht mit den Reservoiren oder sonst was. Die gewöhnlichen Chondrite haben mittlere Chondrendurchmesser, die in etwa ähnlich sind, aber es scheint systematische Unterschiede zu geben. Dagegen bei den EL und EH, hier hat man Faktor 2 dazwischen. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede, die man bisher auch nicht genau erklären kann. Aber es muss natürlich irgendwas mit der Chondrenbildung zu tun haben. Also irgendwelche kleineren Unterschiede während der Chondrenbildung, die diese verschiedenen Chondrengrößen hervorrufen. Die Ks haben Chondren, die ähnlich groß sind wie CV und CK. Die Rs dagegen wieder etwas kleiner. Das sollte man auch eben ungefähr wissen, wie die Chondrengrößen sind, über was für einen Bereich die streuen. Also eben zwischen vielleicht 100 Mikrometer und 1 Millimeter, mal ganz grob. Und dass die eben eine Aussage darüber machen, dass die verschiedenen Chondritgruppen in unterschiedlichen Reservoiren entstanden sein müssen. Und das ist es ungefähr zu den mittleren Chondrengrößen.